Wie kann ich als Lehrer innerhalb der HFG Cloud einen anonymen Abgabeordner erstellen, in den die Schüler dann Dateien abgeben können, ohne dass die von ihren Mitschülern eingesehen werden können? Und wie sieht die Dateiabgabe dann aus Sicht der Schülerinnen und Schüler aus? Als erstes muss ich mich als Lehrer in der HFG Cloud anmelden und nach der Anmeldung erscheint dann die oberste Ebene meiner HFG Cloud Ordnerstruktur. Auf dieser obersten Ebene kann ich nun einen Abgabeordner für die Klasse 6x anlegen. Wir machen das wie gewohnt. Wir sehen hier die Ordner auf der obersten Ebene und in der Mitte oben über das Plus-Symbol können wir einen neuen Ordner anlegen. Ich nenne den nun Abgabe 6x. Und nach einer kurzen Wartezeit erscheint der Ordner unten in meiner Ordnerstruktur und es öffnet sich gleichzeitig rechts das Eigenschaftenfenster dieses Ordners. Hier klicke ich nun auf den Reiter Teilen und nach einer kurzen Wartezeit werden weitere Optionen im Bereich des Teilens sichtbar. Es gibt nun die Möglichkeit, diesen Ordner über einen Link zu teilen. Das möchte ich tun, deshalb drücke ich auf das Plus-Symbol hinter Link teilen. Und in dem sich öffnenden Fenster muss ich nun einen Passwortschutz für diesen Link erstellen. Ich vergebe hier mal HFG 6x Abgabe als Passwort. Das Passwort muss eingegeben werden und es muss mindestens 8 Zeichen lang sein. Nachdem der Link nun erstellt wird und mit dem Passwort verknüpft, bin ich noch nicht fertig. Ich muss nun kurz warten, bis die Optionen zur Verfügung stehen und dann nochmal eine Änderung vornehmen. Ich sehe nun, dass ich ein Menü über 3 Punkte bekomme, an dem ich Änderungen vornehmen kann und das Symbol links davon dient, diesen Link in die Zwischenablage zu kopieren. Ich muss über die 3 Punkte nochmal das Menü öffnen und jetzt den Modus dieses Ordners von schreibgeschützt auf Dateien ablegen, in Klammer nur hochladen ändern. Hier muss ich auch kurz warten, bis die Änderungen übernommen werden. Ich könnte hier das Passwort auch nochmal ändern, sofern ich das gern hätte. So, nun ist der Ordner richtig eingerichtet und ich kann nun über das Symbol des Kopierens in die Zwischenablage hier diesen Link kopieren und dann in ein Dokument einfügen oder in die Ordnerbeschreibung in der HFG Cloud einfügen und den Schülern zur Verfügung stellen. Was passiert nun, wenn die Schüler auf diesen Link klicken oder ihn in einen Browser eingeben? Dann öffnet sich auch die Startseite der HFG Cloud, allerdings etwas verändert, denn Sie können sich hier nicht mit Benutzername und Passwort anmelden, sondern Sie können hier nur das Passwort für diesen geschützten Ordner eingeben. Wir waren bei HFG 6x Abgabe. Nach der Eingabe des korrekten Passwortes öffnet sich dann die Abgabeseite für diesen Ordner. Und wir sehen hier, die Schüler haben nur die Möglichkeit zu sehen, dass sie sich im Ordner Abgabe 6x befinden und dass sie dort Dateien für ihren Lehrer Enstrasser hochladen können. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Sie können nun hier Dateien auswählen. Ich wähle hier mal die HFG Schulordnung aus. Nun wird die Datei hochgeladen und ich kann nicht sehen, ob irgendwelche Klassenkameraden oder Kameradinnen schon Dateien hochgeladen haben oder was sich alles in diesem Ordner befindet. Mehr Möglichkeiten haben die Schülerinnen und Schüler nicht. Wie sieht das Ganze dann für uns Lehrer aus, wenn ich wieder zurück in meine Lehreransicht gehe und mir dort den Inhalt des Ordners Abgabe 6x ansehe? Sehe ich dort die hochgeladene Schulordnung, die einer der Schüler gerade hochgeladen hat. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Schüler entweder die Dateien, die sie hochladen, so benennen, dass man nachvollziehen kann, von wem diese Datei stammt, oder dass sie innerhalb der Datei einen Hinweis hinterlassen, aus dem ich als Lehrer ersehen kann, von wem die Datei stammt. Denn wir als Lehrer können nun innerhalb dieses Ordners nicht nachvollziehen, von wem wurde diese Datei hochgeladen. Dafür gibt es aber auch ein Erklärvideo in unserem Kanal
auf das wir den Schüler gegenüber verweisen können. Das können Sie sich anschauen und dann wissen Sie, wie Sie die Dateien benennen müssen, damit wir was damit anfangen können.